Recht herzlich willkommen zu einer ersten Folge von XCOM und zwar auf dem Kanal von Balthasar N. Ja, ich wollte gerade sagen, sag mal hallo wenigstens. Ach, er ist schon am Ziehen, du glaubst, ja, die Zeit läuft, ist klar, ne? Und ja, ich bin jetzt ja, dann auch da und wir sind drinne. Ja, wie gesagt, wundert euch nicht, dass da eine fremde Stimme auf Balthasar Kanal ist, denn da bin ich jetzt zufälliger mit drinne, weil wir ein Together machen von XCOM. Und zwar mit dabei ist der Ice Rider und ich bin eigentlich schon mit meinem Zug vorbei. So, und dann lassen wir mal den Ice Rider ziehen. Wir spielen auf der Karte Bar, nennt sie sich, glaube ich. 20.000 Tickets haben wir zu Beginn eingestellt und ja, haben ein Team uns jeweils ausgewählt bzw. zusammengestellt und treten jetzt mal gegeneinander an. Also Balthasar ist voll der Stratege, das wissen wir ja schon alle von seinem Kanal. Und ich bin der Loser, ich könnte hier voll das Wirtschaftsimperium aufbauen. Aber das naja. Da ist noch nichts gewonnen. Ja, das sehen wir dann. Aber mal gucken, was bei rumkommt. Also ich ziehe jetzt gerade hier meine 6 Leute und merke, dass, wo wir ein Probespiel gemacht haben, waren das ein paar weniger, glaube. Also bei 6 muss man ja doch schon aufpassen, ne? Ja, wie gesagt, also ich spiele es ja, ich habe es bis jetzt Multiplayer auch noch nicht gespielt. Ich habe es nochmal ganz kurz angespielt, um mal zu sehen, wie das so ist, aber Multiplayer habe ich XCOM noch nie gespielt. Also ich war da nur im Singleplayer, aber es hat mich, also wir hatten das, Ice Rider und ich hatten das ja vor ein paar Tagen schon mal besprochen gehabt, es hat mich dann irgendwann mal die Kampagne nicht mehr so gereizt, weil das ein bisschen durchgeskriptet ist, eigentlich die Mission. Mhm, genau. So, lauf da jetzt hin, meine Zeit läuft. Oh, ich glaube, ich schaffe das leider gar nicht in der Zeit. Ja, also ich habe ja, soweit kann ich ja sagen, ich habe ja 5 Personen auf dem Feld und das ist schon ein bisschen heftig, in der kurzen Zeit eine richtige Position zu finden. Ich habe es jetzt im ersten Zug auch ziemlich ganz schnell gemacht mit der Zierei. Also ich hoffe, dann stirbt schnell einer. Dann brauche ich nur noch 5 bedienen. Genau. Okay, ich bin durch. Interessant wird's ja. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie die Sache hier so läuft. Ich höre Schritte. Keine die Ahnung, Steuerung wo. Weißt du noch ungefähr, oder? Also, ja, das hat bis jetzt geklappt. Du hast ja einmal den inneren Rahmen und den äußeren Rahmen von den Bewegungspunkten. Ja, der blaue ist der erste Zug genau. Sozusagen und der gelbe oder was es auch immer für eine Farbe ist, der zweite. Das weiß ich wohl noch. Ja. Das Einzige. Wenn du innerhalb dem blauen noch bist, dann kannst du halt noch irgendeine Zusatzfähigkeit schalten, wie zum Beispiel, wie heißt das wieder, Feldüberwachung oder so, Feldposten. Ja. Das heißt, dass der dann ja versucht, einen Gegner zu überraschen, zum Beispiel. Solche Geschichten, in den Deckung gehen. Was ich noch jetzt wissen wollte, das ist, das kann ich mir jetzt gar nicht mehr dran entsinnen, eine Ebene höher und tiefer schalten, wie war das denn noch? Oh, das weiß ich auch nichts mehr. Weiß auch nichts mehr, da super. Da habe ich nämlich das letzte Mal auch, glaube ich, Probleme schon gehabt. Weil das Spiel war doch irgendwie in mehreren Ebenen oder so, ja, ne? Ja, du kannst normalerweise aufs Dach steigen, zum Beispiel von Gebäuden. Und zwar gibt's da ab und zu mal in den Häuserwänden solche Dachrinnen und so, und da kannst du hochklettern oder auch leitern. So, Gegner wieso ist denn der da hingelaufen, sowas Doofes? Ja, manche machen doch ihr Eigenleben. Ja, ich merke das auch, weil ich habe doch gerade nur blau gesehen und nicht schon die gelbe oder wie sie immer auch aussieht, Linie. Was mache ich mit dem denn? Ach, komm da hin. Ich höre da was trappeln. Oh, das ist nicht gut. da geht's gleich schon richtig rund. Okay. Wie viel muss ich denn noch? Kann man das aussehen? Ach, der kann auch noch so weit laufen, dass ich gar nicht weiß, wo der hinläuft, ne? Oh oh. Ja. Daneben. Ja, das war mein Soldat mit der Schrotflinte. Okay, dann bin ich ja froh. Oh, noch einer. Das war der mit der Laserkanone. Oh, und das war das Auto, was mich, glaube ich, gerettet hat. Oh oh.
Gut, dann wissen wir jetzt schon mal ein bisschen mehr. Was hat er so gesagt? 5 hast du, ne? Ja, 5 Stück. Okay. Zum 6. hat mal Geld mitgereicht. Okay, da piept's wieder so komisch, dann will er mir doch bestimmt sagen, dass mein Zug gleich zu Ende ist. 30 Sekunden vor Schluss macht er das, aber ich hab's schon schneller geschafft. Aha, da ist ja noch einer, den habe ich eben gar nicht gesehen. Naja, auf den Behindertenparkplätzen hast du geparkt, ich sehe das gerade schon. Unmöglich. Denk dran, überlegen, kostet Zeit. Ja, das ist echt ein Problem. Ja. Ach, das ist ja 2 von dir, sehe ich gerade. 2? Ich hab ihn nicht gesehen gehabt. Ach so. Oh, der war nicht gut. Gut, dass du mit dem ersten weggelaufen bist. So. Ja, my turn, genau. Der sieht gar keinen, sehe ich gerade. Das ist nicht gut. Ach Gott, das war ganz falsch, sehe ich gerade. Ich habe mit dem falschen Spieler gespielt. Naja, ist egal. Ah, der wechselt immer so hin und her, ohne dass ich weiß, wen er da wechselt, ne? Du kannst auch, wenn du Spieler durchswitchen willst, da ist er auf der linken Seite, ja, im Menü. So die Pfeiltasten und so. Ja. Mal gucken, wenn du mal durchrotieren willst. Ja. Und wie kann ich den Zug bei dem Spieler beenden? Also ganz ist, links ist, glaube ich, Runde beenden und ich glaube, das 2. von links müsste Zug beenden sein. Aber ich das mir das mit dem Fragezeichen oder was? Ich kann es jetzt nicht auswendig sagen, das Problem ist, ich sehe das Menü im Moment nicht. Ach so, ja, stimmt. Oh oh. Noch so ein Böser. Mhm. Finde ich ja jetzt gar nicht gut. Okay. Machen meine sowas auch? Das ist ja echt doof. Das machen nur deine, wa? So. Das ist diese Feldpostenaktivierung. Also, ach so. Nur deine, okay. Innerhalb von einem blauen Rahmen dich bewegst und anschließend musst du mal auf der linken Seite gucken. Da ist wie so ein Auge, glaube ich. Ah ja, oder, da. Oder in der Mitte ist es, glaube ich, in der Mitte von dem Spiel. Okay. Und das ist Feldposten. Das heißt, der bewacht dann, okay, beziehungsweise, ja, ja, reagiert auf Aktionen vom Gegner. Genau, okay. So, jetzt muss ich irgendwas machen, ne? Gucken was. Weiß ich auch noch nicht was. Es sieht alles komisch aus hier. Komm, lauf da schon rüber. Und? Ah ja, ich weiß. Wie viel muss ich denn noch machen? Lauf mal schneller. Schon wieder Feldposten. Also das ist ja nicht fair irgendwie, ne? Deine schießen immer. Meine nicht. Okay, dann geht jetzt gerade mal nichts mehr. Gegner ist dran. Konnte ich einen doch, glaub, wenigstens nicht ziehen, so ein Shit. Ich bin zu langsam, ich merke das schon. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich da jemanden aus der Deckung hier rauskriege. Also ist nichts mit Lucky Luke, ne? Schießt schneller als ein Schatten. Nee, aber es gibt auch Granaten. Ah ja, okay. Das ist ja ganz gemein. Warum machst du die LKWs kaputt? Da musst du jetzt Obacht geben. Wenn der LKW brennt, kann es auch sein, dass der explodiert. Na, nur mal so als Info. Der ist doch schon explodiert. Und der hat doch den Tank bestimmt hinten, oder? So. Das ist ja jetzt echt gemein. Und ich laufe die 82 Sekunden mal ein bisschen schneller, dass ich wieder dran bin. Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß die Karte ist, ne? Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Also so, wir sind eigentlich schon mehr oder weniger im Mittelpunkt der Karte. Ja. So weit nach links und rechts kannst du auch nicht. Also ich kann nicht mehr hinten rumgehen, ja. Es kommt drauf an,
wo du meinst. Also ja, ja. Das Haus auf jeden Fall, das ist ja klar. Also ich glaube, diese Straßen in der Mitte und das war es dann schon, ne? Oder? Ja, also nach außen geht es dann nicht mehr weiter, ne? Nee, nee. Du siehst es auch, wenn du an der Rand der Karte bist, da siehst du, glaube ich, wie so rote Striche, wenn wir noch recht entsinnen. Okay. Und das ist dann das Ende mehr oder weniger. So. Ich bin noch nicht dran, ne? Nee. Oh, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Da gibt's ein rotes Kreuz. Ich sehe schon, ich bin wieder ein Loser. So, Gegner am Zug. Ach, der verblutet in drei Runden. Naja, in drei Runden sind ja dann auch alle tot, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Kann man sich auch selbst verarzen, geht das? Nee, wenn der da nicht sowieso nicht. Es geht, glaube ich, nur, wenn er nicht bewusstlos ist. So, hat alle keinen Sinn. Angriff ist die beste Verteidigung, oder wie war das? Ja, kommt drauf an. Ach, schon wieder Feldposten, alles klar. Ja, zum Glück stand er schon gleich daneben. Ja, da war zu viel Wand in der Mitte. So, jetzt hat das... war da nicht irgendwo so ein Symbol, wenn ich meinen Gegner sehe? Normalerweise unten rechts. Ja, ist komisch, dass da nichts ist. Ist aber jetzt komisch, ne? Das vielleicht stehst du wegen ungünstig, ich weiß es nicht. Ja, das ist echt gemein wieder, ist klar, ne? No. Ich mach jetzt mal was. Okay. Und dann muss ich okay klicken, oder was? Ja, und dann... Genau. Der hat jetzt leider auch nichts. Dann müssen wir noch weiter. Okay. Dann machen wir das da auch mal. Jetzt habe ich hier nur einen. Und den da noch. Und dann bist du schon dran. Und jetzt ist leider das Auto hochgegangen, aber ich glaube, ich hatte sowieso keine Chance, weil der sich gar nicht bewegt mehr, der da dran liegt. Ich hätte jetzt, der ist bewusstlos. Ja, dann habe ich gleich mehr Zeit für die anderen fünf, ne? Mhm. Makaber, wie sich das anhört. Scheibenkleister. Shit, jetzt habe ich mal die Chance genutzt. Das war... Da habe ich eigentlich nicht gerechnet, dass du da stehst schon. Tja. Überraschungsmomente muss man manchmal haben, auch wenn man schlecht spielt, ne? Ich muss jetzt bloß schauen, dass ich hier wegkomme, weil das Auto, das da vor sich hinkugelt, das brauche ich jetzt nicht. Ach du Scheiße. Ich möchte doch auch mal was machen, ne? Oh nee, auf 2,50 Meter daneben. Ja, schon das Ziel verloren. Finde ich ja jetzt richtig doof. Ja, es gehört, du sollst auf die Seiten aufpassen. Ja. 60 Sekunden noch. Auch daneben, super. Nochmal daneben, Mann, gibt's doch gar nicht. Aha, okay. Was machen wir denn da? Das ist die Frage. Oh, ich bin dran, das ist schlecht. Ach. Gott, der sieht noch schlimmer aus. Was? Nur 55%? Egal. Drauf. Kritisch. Er sieht keinen. Jetzt läuft er und... Oh oh. Okay, dann weiß ich Bescheid. Verraten.
Das ist gut. Okay. Nächsten bitte. Was machen wir mit dem? Wo war das rote Auto? Da, alles klar. Ich muss es wagen. Das hat ja keinen Sinn. Defensive hat noch keinen geholfen, ne? Du sagst gar nichts mehr. Ich überlege gerade, was ich als nächstes mache, weil mein Kollege da, der da hinten rumsteht, der macht mir ein bisschen Sorgen. Was soll das denn jetzt hier? Das geht nicht mit okay. Kann ich... Was denn? Ich weiß nicht, was der jetzt von mir will. So. Hallo, ich brauche noch hier nicht. Das soll doch jetzt sein. Entdeckung. Gut, okay, geht das? Ja, das geht. Meine Güte, es kann doch nicht sein, dass das nicht funktionierte, ne? Bist du zu weit gegangen oder was ist das denn? Ja, ich weiß auch nicht, was er hatte. Es ging gerade nichts auf jeden Fall. Mhm. Oh, das gibt's doch nicht, ne? 4 Sekunden, 3 Sekunden. Und ich habe noch immer einen da. Du glaubst es nicht. So. Behalten die Position vom letzten Mal, wenn ich da was eingegeben habe, wenn die stehen bleiben? Wie bitte? Der Feldposten zum Beispiel, bleibt der aktiv, wenn man den einmal eingegeben hat? Nee, ich glaube, den musst du neu... Immer wieder aktivieren, okay. Das ist aber schade. Oh oh. Der hat eine Schrotflinte übrigens. Ja. Ja, ich habe das nur so gemacht, weil, ne? Man muss ja eine gewisse Zeit einhalten, ne? Ja. Oh, das ist doch nicht wahr, oder? Oh, Gott sei Dank. Das war meine größte Sorge, ne? Die zwei, die plötzlich da aufgetaucht sind aus dem Nichts. Ja, ja. Finde ich jetzt gar nicht gut, irgendwie. So viel Zeit zum Überlegen brauchte ich dann doch nicht. Ja, leider verblutet Captain Stewart in einer Runde. Ja, kann ich auch nicht irgendwie für. Das Problem ist, bei solchen Geschichten, da musst du immer zu zweit sein oder so. Zumindest einmal mit Sandpäckchen oder so, dass er nicht verarzen kann, weil das. Ja. Weil so schnell kommst du gar nicht dran im Regelfall, dann geht nicht, wenn du zu weiter weg bist. Gibt's auch gar nicht, ne? Gut, muss so laufen. Einmal Chance habe ich jetzt nicht. Ne, dann nehmen wir den. Okay. Was mache ich denn mit dem? Das war ein guter Treffer. Ja, würde ich sagen, ne? Ja. Manchmal kann ich auch was, aber selten. nee. Okay. Ach, ich bin schon fertig, okay. Na, was macht der? Der macht nichts Gescheites. Ja, gleich, ich glaube, wenn ich wieder dran bin, stirbt der Erste, der da den du erwischt hattest. So. Mal gucken, ob ich dich von da erwisch. Jo. Voll gemein. Oh, bitte nicht. Was ist das für ein komisches Ding? Das habe ich ja noch nie gehabt. Das Maschinengewehr mit Laser oder was? Oh. Okay, wunderbar. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet.
Ich sehe nix. Okay. Ja, er ist tot. Genau. Komm, egal, probieren. Daneben. Oh oh. Jetzt kann ich nichts mehr machen, oder? Okay, nächste bitte. So viele sind es, glaube ich, nicht mehr. Oder wie war das, ne? Eine andere Bar ist noch. Und das war's, glaube ich. Oder? Nee, das ist nur ein Nachtzell. Okay. Die Wand ist schon mal weg. Ja, ich wollte es gerade sagen, ey. Okay, ich glaube, dann müsstest du... Ne, noch nicht. Ach, shit. Naja, egal. Jetzt bist du. So, schauen wir mal. Kriegen wir den von da? Ne, kriegen wir nicht. Das ist schon mal gut. Der ist zu weit weg. Ist das jetzt 3 gegen 3, ne, oder? Du hast noch 3, ne, oder? Ja, ich hab noch 3. Wie komme ich denn da wieder zurück? Ich wollte eigentlich jetzt... Lass dir Zeit. Ja, ich weiß. das wird nix. Mhm. So, ja, 3 Stück habe ich. Gut. Ich habe immer sicherheitshalber meinen Soldaten ein bisschen fortgebracht. Die 2 da am Fenster, das ist mir doch ein bisschen zu wild. Okay, ich will hoffen, ich laufe nebenher. Da ist so viel Deckung, eigentlich dürfte ich nicht treffen, genau so ist es. Was ist das denn jetzt? Na ja, okay. Okay. Alles wieder im grünen Bereich. Nächste bitte. Was ich halt gut an dem Spiel bin, dass du halt ziemlich alles zerstören kannst. Ja. Einrichtungen und Häuserwände. Okay. Die Kasse ist kaputt. Wolltest du so viel Geld daraus holen, ja? Ja. Wahrscheinlich hat er in der Bar noch ein paar Schnäpse getrunken, deswegen hat er daneben geschossen. Das kann's doch jetzt wieder nicht sein, oder? Dafür reichen die Punkte dann nicht. Auch schön. Mich wundert es eigentlich, dass keiner von uns einen Raketenwerfer dabei hat, fällt mir gerade so auf. Es gibt nämlich ja nur solche so Riesenkanone. Mhm. Okay. Mhm. Ich glaube, du bist, ja. Ja. So, dann machen wir das jetzt mal so. Scheibengleise vorbei. Ach, Glück gehabt. Daneben, so ein Shit. Eigentlich möchte ich den mal weghaben. Ja, ja. Schauen wir mal. Oh. Das war jetzt nicht gut. Kann man zumindest schon mal nichts mehr in die Flanke reinlaufen. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, einen muss ich nehmen, ne? Hat alles keinen Sinn.
Shit. Ich hätte an deiner Stelle übergeschaut, dass du mit dem einen in die Bar reingehst. Weil der, den du gerade beschossen hast, oder die, der gerade beschossen ist, ach, das ist ja nicht wahr, ne? Ja, daneben geschossen, toll. Genau. In eine Bar rein, damit du direkt vom Tresen aus, ne? Ist schon klar. Ich glaube, es war höchstens zurück, wäre gegangen, aber. Hast du ein Schwein? Wieso? Weil du nachladen musst. Genau. Das ist doch Berechnung gewesen. Hast du ein Schwein, ey. Alle müssen nachladen, oder was? Erstmal gucken, dass ich da so ein bisschen in Deckung bleibe, bevor der Scharfschütze nicht wieder da ist. Aha. So, du bist dran. Ja. Nein, das war's Auto. Ich sag's noch am Anfang, man muss Obacht geben vor explodierenden Autos, oder? Ja. Wollen wir hoffen, dass das Auto jetzt nicht mehr so im Weg ist. Was hat die denn jetzt gemacht, bitteschön? Ah, ich weiß schon, was die gemacht hat. Die muss dann nachladen. Okay. So, wen haben wir denn da? Okay. Ah, er ist tot. Shit. One-Man-Show. Ich konnte dich bloß nicht erwischen von der Position, wo ich musste vorlaufen. Und da wird's auch nix. Glück gehabt, eine Runde länger leben. Ja, eventuell. Daneben. Sogar länger. Shit. Wenn ich so anstell. Hab keine Personen mehr. So. Das hast du ganz lange Zeit. Genau. Zeit zu killen. Du bist. Naja, das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Abwarten. Nein, ich habe mich so wieder schon so blöd hingestellt. X-Rays kommen von der Seite. Und das war's. Ja, gut. 12 Runden haben wir gespielt. Guck mal an, und du hast gewonnen. Ja, knapp halbe Stunde. Ja, gut. Prima. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, die Karte auch. Ist ein bisschen klein, vielleicht gibt es auch mal was Größeres, müssen wir mal gucken, oder? Ja, schau mal. Ja, für diese Runde soll es dann reichen. Jo. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch. Und ja, wir würden uns bestimmt freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. So schaut's aus. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.